Mahlzeit und willkommen zurück bei Projekt Hirnfrei und auf Crystal Isles. Da ist der kleine Lauch, also das Menacetor. Und da haben wir natürlich unseren super coolen, mega geilen, wie geil der Moschops. Ja, ich finde ihn immer noch der Hammer. Und Listerine haben wir noch da, die ich eigentlich noch nie wirklich gestreichelt habe. Komm, streichel mal nicht mal. Ah, freu dich. Ha, ja. So. Okay. Also eine neue Aufnahmesession. Was so viel heißt wie eine Stunde lang nehme ich jetzt hier auf. Ja, genau. Eine Stunde lang nehme ich jetzt hier auf, schneide das dann zusammen und ihr kriegt dann so in etwa 3 Teile davon. So nach und nach. Immer freitags. Ja, genau, immer freitags. Da ich das jetzt donnerstags aufnehme, kommt morgen wahrscheinlich die letzte Folge von der letzten Aufnahmesession. Ja. Und ab dann geht es dann eben weiter. Aber warum erzähle ich euch das? Interessiert euch wahrscheinlich sowieso nicht. Gut, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also, wir haben hier eine Spitzhacke gebaut. Das heißt, wir können Metall verarbeiten. Wie man hier da hinten sehr schön sehen kann. Haben wir da auch schon wieder was? Naja, so ein bisschen. Aber das taugt ja unterm Arsch nichts. Gut, das heißt, wir müssen jetzt Metall holen gehen, was dank der Spitzhacke natürlich deutlich besser funktionieren dürfte. Wie geil, du bleibst hier. Dich brauche ich jetzt hier nicht. Das können wir dann zur Not auch selbst machen. So, und los geht's. Missionsziel dieses Mal ist es eben, eine Metallaxt zu bauen, dann eine Armbrust. Mal gucken, wie das metalltechnisch aussieht. Vielleicht auch eine Rüstung. Man wird sehen. Ja, dann kriegt die Hütte noch ein Dach. Also noch eine Reihe Wände und dann ein Dach. Und wenn dem soweit ist, geht's los mit dem Schiff. Als das erste kleine Schiff. Ich muss mal gucken, was ich materialtechnisch, also wie weit ich da gelernt bin, was ich alles so bauen kann momentan. Denn, falls ich tatsächlich schon die Gates bauen kann, also die Dino-Gates, die Dino-Tore, könnte ich mich schon auf die Jagd machen nach 2 Agentavissen. Ja, genau. Ich weiß, ich bin noch weit weg von Level, ich glaube 62, aber das ist ja egal. Ich brauche ja nur ein Männlein und ein Weiblein und kann die schon mal anfangen zu züchten. Ach, eine Tür wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ah, ich muss hier noch ein bisschen basteln. Das macht aber gar nichts. Das kann ich nämlich machen in der Zeit, wo hier das Metall gut durchgebraten wird. Bist du eigentlich gebraten oder gedünstet? Ich glaube gebraten, oder? Schmeiß doch keinen Stein weg, du Idiot! Wie viel Stein ist denn? Keine Ahnung. Mach doch Stein hier rein, Kollege. Ja, Stein gut. So. Habe ich schon Narkosemittel oder sowas gemacht? Habe ich überhaupt so? Ich habe gar keinen Mörser und keinen Stößel, oder? Nö, habe ich nicht. Dann habe ich natürlich auch noch kein Narkosemittel gemacht. Sind wir wieder toll. Egal, komm. Wie geil. Abmarsch, wir brauchen Holz. Jede Menge Holz. Das ist wie wenn man die TARDIS von Dr. Who nachbauen will. Da braucht man unendlich Holz. Warst du das jetzt? Warum machst du sowas? Sammel Fasern und Beeren und so ein Zeug. Ich mach das mit Holz. Ist jetzt nicht passiert, oder? Es ist jetzt nicht passiert. Ich habe jetzt nicht hier einmal dran gehauen, nachdem ich meinen armen Moschus zusammengeschissen habe und dann ist die Axt kaputt. Alter Schwede. Es fängt gut an. Es fängt echt gut an. So. Wie geil. Abmarsch zurück. Dann lass uns eben doch zuerst gucken, dass ich eine Metallaxt gebaut kriege. Das dürfte ja rein technisch gesehen jetzt langsam aber sicher machbar sein. Dafür fehlt mir Leder. Hm. Wie geil, lass uns mal gucken, ob wir einen Dillo finden. Oder eine Schildkröte. Oder beides. Oder kackt du erst mal, richtig. Ja, immer erst Platz schaffen. Das ist gut. Weniger Gewicht, weil die Ausdauer länger. Außer bei dir vielleicht. Wobei, nee, das ist ja gar nicht vor. Du bist ausdauertechnisch eigentlich ziemlich gut. Wenn man den kleinen Lauch daneben hält.
schneller. Ich will nicht unbedingt sagen, dass du eleganter bist, aber ja, du bist definitiv schneller, du hältst länger. Du bist ein mördergeiler Kämpfer, der allerdings irgendwie gerade nichts zu kämpfen findet. Haben wir jetzt wirklich alle Dillos hier zerlegt? Das wäre ja scheiße. Genau. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das immer toll, wenn mein Getier auch meiner Meinung ist. Ich könnte den Tech hier zerlegen. Der könnte nicht mal wegrennen. Aber warum sollte ich sowas tun? Das letzte Mal habe ich in Bewegungsgeschwindigkeit gelevelt, gell? Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob es was bringt. Komm mal. Houston, wir haben ein Problem. Eil dieweil. Ich bräuchte Leder. Aber ich finde nichts, was ich töten könnte. Dillos. Quatsch, Dillos. Dodos, ja, aber ich mag Dodos. Ein Parasaurus habe ich gerade eben auch schon gesehen. Aber ich mag auch Parasaurus. Normalerweise sind das sogar das erste, was ich zähme. Oder war das erste, was ich zähme, weil mittlerweile stehe ich echt total auf Moschopse. Ach, ist es nicht cool. In der letzten Folge bin ich darüber geschwommen. Und hier ist eine Landbrücke. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich weiß, auf dem offiziellen Server, wo wir da immer spielen, ist das hier ein relativ gefährlicher Eck. Ja. Oh, gut, eine Weibern. Jetzt die Frage, was ist das für eine Weibern? Nächste Frage, kann ich eigentlich nicht so aus dem Spyglass bauen? Man kann es einfach mal eintippen. 2 Kristall, 10 Leder. Gut, Kristall auf Crystal Isles ist schwer zu kriegen. Hier findet man wirklich nur ganz, ganz selten mal Kristall. Habe ich hier nicht ein Bett aufgestellt? Ich glaube schon, oder? Hier ist echt kein Dillo, kein gar nichts. Wie geht das? Nur sehr liebes Getier? Hallo. Pteranodon. Ich weiß gar nicht, ob ich euch noch... euch hier zähme, bin ich mir nicht so ganz sicher. Was ist das da hinten? Brachiosaurus, gell? Oder ein Brontosaurus? Da haben wir einen Triceratops. Ich hätte aber gerne Dillos zum Beispiel, da ich nicht genau weiß, wie sich Kollege Moschops gegen einen Raptor... Was ist das? Ein Schildkröt? Ne, eine Pflanze. Pflanzen geben kein Leder. Also ich gehe eigentlich mal stark davon aus, dass Wiegeil sich mit einem Raptor anlegen kann. Dummerweise sind Raptoren nur selten allein unterwegs. Das heißt, wenn es 2 oder 3 sind. Okay, er hat über 4000 Leben. Das heißt, so ein Raptor muss schon da mächtig zubeißen. Um doof zu machen. Hier hätten wir dann auch, hier hatten wir eine, wo ist denn hin? Da oben. Eine Weiber. Nützt mir aber auch nichts, weil wenn die startet und anfängt da Eis zu spucken und mich nur aus der Luft attackiert, wird Kollege Moschops, ja, auch mit seinen 4000 Leben irgendwann das Zeitliche segnen. Liegt in der Natur der Sache. Luftangriffe ist ja, also, es gab so, ja, so Zeitabschnitte, wo sich dann herausgestellt hat, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man die Lufthoheit hat. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was ich meine.
Und da ich mal sehr stark davon ausgehe, dass auch wenn der kleine Moschops hier ein echt super geiles Mecha-Vieh ist, er nicht so gut in der Luft ist, ja, soll ich das vielleicht lassen. Parasaurier. Ah, Ziel erfasst. Ja, wir gehen eine Schildkröte klopfen. Ich habe euch ja die Story erzählt, dass ich mittlerweile ja eigentlich so ein bisschen Freund von Schildkröten bin. Das, aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Pteranodon, einem Dodo oder einem Parasaurus und einer dummen Schildkröte, dann ist dann die Schildkröte rein. Die gibt dann auch, wenn es gerade noch ein bisschen schick hier. Jo, mach die 25 Schade, tut dir keinen Zwang an. Jo, sei voll jetzt hier. Willst dir nichts, du schaffst nicht, geh im Moschops. Da kannst du noch so toll sein und so viel umstecken. Wobei er echt schon so viel umsteckt. Das war klar, dass du das nicht schaffst, Kollege. Nur 24 Liter. Willst du mich verarschen? Heidewitzka. Guck mal, noch ein Moschops. Nein, Moschops tue ich auch nicht. Ich finde die cool. Fand ich schon immer cool. Wenn meine Tochter mit am Start ist, die zerlegt alles, was da kommt. Eine Titanoboa. Hallo, Titanoboa. Komm, wir gucken mal, ob du... Komm, wir gucken mal, was du so drauf hast, geh einmal. Oh, sind jetzt schade. Schon schlecht. Aber, oh, schon tot. Du gibst doch bestimmt ein bisschen... Aber immerhin Filet. Ja, ja. Weißt du was? Ah ne, du frischst das ja gar nicht. Gut. Okay. Egal, für Axt reicht's. Achso, Idiot. So, da hinten ist Weibernberg. Das heißt, ich muss irgendwo in die Richtung. Auf dem Weg könnte man gerade ein bisschen Kristall mit holen. Bleib mal stehen. Wow. Ist nicht wahr. Das ist ja eine Menge. Was habe ich gesagt, brauche ich für das Beiglas? Zwei. Gut, zwei hätte ich. Dackel mal jetzt erstmal hin. Und wie geil. Da. Dackeln wir jetzt erstmal hin und gucken mal, dass wir die Axt gebaut kriegen, um nochmal Holz zu farmen. Ey, hallo, wen haben wir denn da? Ein Paracer, die mag ich auch nicht so unbedingt. Hat auch seine Gründe. Weil ich hatte mal einen Baryonyx. Ein Dillu. Komm mal hier, Kollege. Du. Wie geil, das war ein Baum. Das war ein Baum, das war kein Dillo. Ja, ich will es nur einfach mal so erwähnen. Da, es war... Da, oh, noch einer. Hervorragend. Dann klappt das jetzt auch mit dem aus dem Spyglas. Da bin ich mir sehr sicher. Lass uns mal schauen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ne, was fehlt denn? Fasern und Leder. Da. So, das aus dem Spyglas ist eine tolle Sache. Gleich aus mehreren Gründen. Denn, wie ihr jetzt hier oben links erkennen könnt, habe ich Koordinaten, Kompass. Das ist schon mal eine sehr nette Sache, finde ich jetzt persönlich.
Klar, man kann auch ein GPS bauen, wenn man rein Vanilla spielt, das ist auch richtig. Und da hat man eigentlich auch diese Koordinaten. Man muss auch dieses blöde Ding immer an der Hand halten und in der Ego-Perspektive sein. Und so da rumreiten, da wird einem mit der Zeit irgendwie schlecht. Das mir zumindest. Da hinten. Ah, und wie ihr seht, Getier wird jetzt umkreist. Weiß heißt neutral, rot heißt, der mag mich nicht, gelb heißt, wieder, ja, im Regelfall. Er hat Schiss und gibt Stifte. Und wenn es grün ist, gehört es zu mir. Also, ich zeig euch, dann wird er grün. Grün umwandelt, also meiner. Ist sehr praktisch, wie ich finde. Da sieht man auch, dass da vorne wichtig ist, rumeiern. Und wir haben einen Dillu. Oder, nee, das sind, was sind das? Mikrofaktoren? Nee, Kombis. Kombis, komm. Ah, sieht, der ist schon böse auf mich. Das war gar nichts, weil ich habe einen Dillu. Noch einer. Ja, komm, wir bedienen alles. Ich finde, die ist mit der Hitbox auf Argstelle, weil es hier so unglaublich geil. Du trittst, da kommt einer von hinten und tritt dir in den Arsch. Du beißt einfach munter nach vorne und trotzdem stirbt er hinter dir. Ich finde das toll. Komm, ich geh mal tauchen, mein Moschop sein. Sei mal aber nicht böse, für unter Wasser werde ich mir ein anderes Tier holen. Sowas wie da vorne zum Beispiel. Weil das ist ja Baryonyx. Sogar Level 85. Aber, na gut, wie viel Leben hatten wir? 1100. Das heißt, mit dem müsste man uns schon ernstlich kloppen. Und das machen wir jetzt nicht. Da vorne ist übrigens die Weibernschlucht, also der Weibernberg, wo die Weiberns drin wohnen. Ja, dort gehen wir aber nicht hin. Also jetzt mal nicht. Da hinten hat man noch eine Schildkröte, die könnten wir jetzt auch mal zerklopfen. In der Zeit ruhig ich nach Hause renne. Ja, warum dann nicht? Komm, so Schildkröte geht. Schildi! Vielleicht gibt es Schildkrötensuppe. Oh, 18 Schaden macht er. Ganze 18 Schaden macht er. 2000 Leben hat mich hin. Wir wollen auch die Befugung nicht. Aber das Thema hat sich dann weg. Ja, deshalb finde ich diese aus dem Spyglass auch ziemlich cool, da man recht genau weiß, wie es dann aussieht. Übrigens, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich in die richtige Richtung renne. Ich glaube schon, dass da vorne müsste man in dieser... Das ist mir wirklich so weit gerannt. Mein lieber Schwan, da haben wir ganz schön was gesehen. Lass mal gerade Karte gucken. Ja. Wundert euch nicht, wie gesagt, ich spiele ja auch mit meiner Tochter auf dem Server. Und dadurch... dass es über denselben Account ist, wird die Karte eben dann auch da hier bei mir jetzt freigeschaltet. Ich war also nicht ohne euch auf Tour, garantiere ich euch. Es gibt garantiert auch ein paar Videospezialisten, die genau sehen können, dass das... Moment mal, warum rennt der Parasaurus da rum? Da ist doch schon wieder was im Busch. Oh, nee, 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 Dillu, das kann... Oh, nein, du gehst weg von dem Moschops. Lass den Moschops in Ruhe, leg dich mit dem Moschops an. Der zeigt einmal, wo der Haas langläuft hier. Ja, jetzt abhaue, hä? Kaum wehr, dass ich schon wegrenne. Das sind immer die Liebste. Ja, ja, es gibt so und solche. Und es gibt noch ganz andere. Und das sind die Schlimmste. Hast du jetzt gerade Ausdauerprobleme? Ich dachte, wir werden überladen. Schwimmt jetzt da ernsthaft direkt an meiner Insel eine Schildkröte rum. Ja, sieht fast ganz so aus. Ja, natürlich. Deshalb bin ich immer dort durch die Wallerei gestopft. Na, holen wir noch ein paar Kombis mit. Ja, Moschops, du könntest das auch. Erhebt euch, ihr Moschopse.
zeigt der Natur, wer hier wirklich der Herr ist. Es sind nicht die T-Rexe, es sind nicht die Gigas, es sind die Moschopse. Also, wenn das hier eine Demokratie wäre und man könnte wählen, ich würde euch wählen, definitiv. Ja, doch, ich würde euch wählen. Vielleicht auch ein Tropignatus. Weil, ja, vielleicht aber auch, ja, so ein Argentavis hat auch was. Also so ist es ja nicht. Das soll man jetzt mal nicht unterschätzen, so ein Argentavis, der, er ist nicht der Schnellste, aber er kann kämpfen. Er kann, ja, er hat eine relativ gute Ausdauer. Er kann fliegen. Und eben, er kann tragen. Er kann richtig scheiße viel tragen. Da kann jeder erzählen, was er will. Ein Argentavis. Ja, Moschops! Du geiles Teil! Yeah! Ich grins an die Nerven. Moschops, komm her, komm, dann hüpf mal. Das dumme Scheißvieh. Der hat mir die Türe geklaut! Ah ne, hinzugefügt, okay. Ja, der kommt wieder runter, ich weiß es genau. Da ist er reif. Aha, Dreckvieh. Wie geil, wo rennst denn du rum? Ist nicht wahr. Alter, das ist nicht wahr. Düsterine.